Hallo Leute, Alex hier. Heute bin ich auf dem Weg zur großen Lauterquelle. Hier sind die Gebäude, oder besser gesagt die Mauer vom Gestüt Marbach. Da einem Teil davon. Und ich suche gerade nach diesem Karstquelltopf, der hier in der Parkidylle sein soll. Und laut meiner Karte bin ich gleich da. Ausgeschildert ist allerdings aus dieser Richtung gar nichts. Offensichtlich bin ich da nicht richtig gelaufen. Ich hätte hier in das Gestüt Offenhausen reinlaufen müssen, also das Gestüt Marbach. Aber das ist eben die Zweigstelle Offenhausen. Und das mache ich jetzt gleich mal. Und dann sind wir an der großen Lauterquelle. Ich bin mal gespannt, wie es aussieht. Ich war noch nie hier. Wart ihr schon mal hier? Schreibt mir in den Kommentaren. Wenn es euch interessiert, wie es dort aussieht, bleibt dran. Wir sind gleich da. Hier in Offenhausen ist ja die Zweigstelle vom Haupt- und Landgestüt Marbach oder eine der Zweigstellen. Und genau in diesem Gestütshof, der allerdings immer frei zugänglich ist, ist anscheinend diese Lauterquelle. Bin ich mal gespannt. Ich bin am Abend hier, schon ein wenig später jetzt. Aber es ist noch okay. Es regnet leicht. Okay, hier ist ein Wegweiser, aber dann bin ich auch schon fast da. Typisch Schwäbische Alb eben. Was ist das hier? Kräuterland. Ah, okay. Irisgarten. Okay, Irisgarten besteht seit 2008 aus einer privaten Sammlung von in der Region zu findenden wild wachsenden und kultivierten Arten und Sorten. Interessant. Okay. Aber gehen wir mal zur Quelle. Hier ist noch ein Hinweisschild. Okay, das ist praktisch das Hinweisschild von der Lauterquelle in Offenhausen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das Ganze aussieht. Die Lauterquelle entspringt ja auch dem Höhlensystem der Schwäbischen Alb. Während ich hier an diesem schönen Gebäude entlang laufe. Da wieder, zur Lauterquelle. Ein Naturdenkmal hier auf der Schwäbischen Alb. Sieht sehr friedlich aus, Freunde. Lasst uns ein wenig näher rangehen. Die Quelle der Lauter. Hier ein Zitat von Kurt Tucholsky. Entspanne dich, lass das Steuer los, trudle durch die Welt, sie ist so schön. Kurt Tucholsky. Und relaxe ein wenig auf dieser Bank. Das hier scheint eine kleine Schleuse zu sein, um den Wasserstand zu kontrollieren. Ja, wenn man es hoch macht, fließt Wasser ab. Wahrscheinlich, wenn der Wasserstand zu hoch wird. Hier fließt auch Wasser ab, wie ihr hören könnt. Aber es ist ziemlich weit unten. Da drüben kommt das Wasser aus dem Höhlensystem. Mit 8 Grad anscheinend circa. Und hier beginnt der Fluss, die Lauter. Wie viele von euch wissen, fließt das Ganze dann durchs Lautertal natürlich. Deshalb der Name des Lautertals und endet dann nach circa 47 Kilometer in der Donau. Und ich finde, das Lautertal ist einer der schönsten Gegenden hier auf jeden Fall. Gerade weil die Lauter eben durchfließt und man an vielen Stellen tatsächlich an der Lauter entlanglaufen kann.
Aber gehen wir mal rüber zum Ursprung. Hier kann man außen rumlaufen, damit man auch wirklich direkt am Ursprung ist. Auf dieser kleinen Treppe. Wart ihr schon mal hier? Schreibt mir in den Kommentaren. Also ich bin zum ersten Mal hier. Ich war auf der Durchfahrt und habe gedacht, ich schaue mir das mal an. Und nehme euch natürlich mit. Das werde ich in Zukunft sehr oft tun. Deshalb, wenn ihr weitere Videos von mir sehen wollt, abonniert gleich meinen Kanal. Das hilft mir sehr, wenn ihr mich unterstützen wollt. Gebt mir ein Like für das Video und zeigt mir, dass euch das interessiert. Und hier sind wir am Ursprung. Und dann geht es hier lang. Und dann hier rüber. Durch die Wand des Gestüts oder durch die Schutzmauer des Gestüts fließt dann durchs Lautertal. Schöne Atmosphäre hier tatsächlich. Also wenn ihr mal auf der Durchfahrt seid, haltet an. Gerade jetzt. Natürlich in der Sonne sieht es wahrscheinlich noch besser aus. Aber es ist ziemlich friedlich am Abend. Ich bin ganz alleine hier. Und genieße gerade wirklich meine Zeit hier. Rund 200 Liter pro Sekunde kommen hier raus. Unglaublich eigentlich. Das ist der sogenannte Lauterquellweiher. Das Einzugsgebiet von dieser Quelle, der Lauter, ist anscheinend 15 Kilometer, Quadratkilometer groß. Und das Wasser kommt aus den Höhlensystemen, aus den Tiefen der Schwäbischen Alb. Das ist schon irgendwie faszinierend, finde ich. Die Schwäbische Alb hat ja unglaublich viele Höhlen. Man schätzt, es sind so 2700 Höhlen auf der Schwäbischen Alb. Liegt natürlich am Karstgestein. Dort herrschen die perfekten Bedingungen eben, um Höhlen zu bilden. Dementsprechend viele haben wir. Aber 2700, das wusste ich nicht. Das ist eine ganze Menge. 40 davon anscheinend sind Ursprung von Gewässern. Also Bäche und Flüsse, die dort rauskommen. Ganze 40 mit dieser Atmosphäre des Gestühls. Schreibt mir in den Kommentaren, was ihr denkt. Schreibt mir, ob ihr schon mal hier wart. Interessiert mich. Schreibt mir, ob euch sowas interessiert. Es ist ja im Prinzip eine Kleinigkeit hier. Aber ich denke, auch die kleinen Sachen kann man sich mal anschauen. Deshalb bin ich heute hier. Und man kann es eben auch, wenn man gerade auf der Durchfahrt ist, so wie ich, einfach öfters mal machen. Etwas Neues anschauen. Ein guter Vorsatz, den ich mir für dieses Jahr gefasst habe, nicht immer die gleichen Sachen zu machen, sondern mir viele interessante Sachen anzuschauen. Und da ich nun mal hier in der Gegend lebe, fange ich einfach mal hier an und euch nehme ich natürlich mit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen von der Lauterquelle. Wenn ja, gebt mir ein Like. Damit unterstützt ihr mein Video und damit unterstützt ihr mich, wenn ihr das wollt. Meinen Kanal zu abonnieren, das bringt auch sehr viel. Es würde mich freuen, wenn ihr bei zukünftigen Videos auch wieder mit dabei seid. Ich werde öfters Videos hochladen von der Schwäbischen Alb, aber nicht nur, auch vom Raum Stuttgart. Auch von weiter weg, wenn ich wieder reisen kann. Das wird bestimmt bald passieren. Es freut mich, dass ihr dabei wart. Schreibt mir in den Kommentaren eure beliebten Ausflugsziele. Auch die kleinen, denn ich finde, auch die kleinen Sachen sollte man sich anschauen. Denn es gibt einige Perlen darunter, so wie die Sinterterrassen, die ihr zum Beispiel auf meinem Kanal findet. Schaut einfach mal rein, besucht meine Facebook-Seite. Alles in der Videobeschreibung unten verlinkt. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut, bis bald. Euer Alex.